Dann können wir schön geradeaus fliegen, können da auf dem Baum oben drauf landen, können dann zuerst den Blauen töten. Und da können wir sogar perfekt hier hochfliegen. Oh, sehr, sehr geil. Dann kriegen wir nicht mal Fallschaden. Das freut einem dann doch umso mehr. Also, es ist wirklich einfach nur geil, wie schlecht dieses Anti-Cheat ist. Es ist halt wirklich schlechter als Scrim. Es ist offiziell viel schlechter als Scrim. Es ist so geil. Es ist einfach. Yo Leute und herzlich willkommen zurück zu LaZack. Wir spielen hier heute auf Pika Network mit auf dem Polar Anti-Cheat, was sehr, sehr gut ist, weil wir jetzt hier drauf fliegen können, was noch viel einfacher und besser geworden ist mit dieser Version von Eject. Und der Scaffold ist auch viel, viel besser und einfacher geworden. Davor musste man leicht gegenlenken bei dem Scaffold Walk. Jetzt muss man wirklich einfach nur W nach vorne drücken und der Teddy Bridge perfekt nach vorne. Wer hätte es gedacht? Dann kann man jetzt, wenn man einen Bogen hat, sich selbst Bow boosten mit dem Fly. Was auch sehr, sehr geil ist. Und das machen wir natürlich auch direkt gleich hier irgendwo mal hin. Zum Beispiel, wo ist ein Gegner? Wir müssen nur einen Gegner finden. Ja, da ist ein Gegner. Gut. Dann laufen wir nach vorne, während wir... Okay, ich brauche kurz eine Spitzhacke. Der ist schon hier. Okay. Nice Desync übrigens bei dem Typen. Gut, dann fliegen wir jetzt zu irgendeinem anderen Typen. Los, wo können wir hinfliegen? Da können wir hinfliegen. Ja. Die Bowticks sind dann so viel zu niedrig. Und dann können wir auch schon losfliegen. Und oh mein Gott, ich hätte viel früher ausmachen müssen. Es ist aber so gut, what the fuck. So, wir spielen jetzt einfach mal eine Runde Bed Wars. Ich warte jetzt noch hier kurz auf ein Gold und dann können wir direkt losfliegen. Bed Wars ist schon am einfachsten kontrollierbar, weil halt TNT so einfach zu predikten ist. Wenn man halt hier zum Beispiel diagonal fliegen möchte, dann macht man halt so. Und so. Und dann sieht man direkt, wo man hinfliegt, kann ausmachen und sieht halt, man landet genau da. Also wirklich, da sieht man, dass die Prediction eigentlich sehr, sehr genau ist. Zumindest auf kurze Distanzen, auf längere Distanzen. Kann es natürlich immer ungenauer werden, weil es halt gewisse Dinge gibt, die wir nicht mit einkalkulieren können, weil das halt gewisse Magie macht, sage ich mal. Und ja, gut, da muss ich gar nicht erst hinfliegen, was bedeutet... Doch, ich kann da aber zwei Leute töten. Das können wir machen. Sekunde. Ah, jetzt können wir nur noch einen Typen töten. Mom. Sehr, sehr einfach. Und dann können wir hier diagonal wieder überhaupt ohne Problem wunderschön hinfliegen. So. Und das sollte auch schon reichen. Mehr als genug. Killaura habe ich ausgemacht, natürlich, warum sollte ich die auch anlassen? Ist aber trotzdem kein Problem, selbst mit Lowlife. Wir Tallybridgen. Das ist ein Fly, das ist nicht mein Tallybridge, dankeschön. Ich habe einfach schon wieder F und G verwechselt. Wir Tallybridgen einfach kurz hier hoch und chillen hier kurz. Weil dann können wir uns gleich Equipment kaufen und können wir halt leben. Weil ich will jetzt nicht meine neuen Gold verschwenden, weil wir uns damit zwei TNT kaufen können. Das ist eine gute Sache, würde ich sagen. Mal gucken. Ah, nicht so wirklich. Aber egal, reicht vollkommen aus. So, zwei TNT und einen goldenen Apfel werde ich mir holen. Werde ich mir holen. TNT packe ich eins rein. Golden Apfel und let's go direkt zum nächsten Team, beziehungsweise Rüstung. Ja, Rüstung. Jetzt zeige ich euch noch, wie man gerade fliegen kann. Ich habe zwar keine Ahnung, ob da gerade ein Team überhaupt ist, wo ich hinfliegen kann, aber egal, ich fliege da einfach mal rüber. Ich hoffe einfach mal, dass ich da nicht gegen den Block geflogen bin. Aber hier sieht man, dass ich auch dann perfekt gerade einfach sehr weit fliegen kann. Da würde ich mich ungefähr 2,5 Blöcke vom TNT wegstellen. Also das ist auch relativ einfach eigentlich zu verstehen. Jetzt habe ich hier mein TNT, was ich noch brauche. Und ich habe keine Ahnung, wo der Weiße ist. Das stinkt mir ziemlich sehr gerade.
dann fliegen wir einfach mal weiter um die Map rum. Kein Problem. Da sehen, können wir ja auch mal zeigen, dass es auch überhaupt nicht Autobahn auf dem Server. Und der ist runtergesprungen. Der hatte keinen Bock mehr. Wir haben gewonnen. Wir spielen noch eine Runde Bad Wars. Oh ja! Oha, Digga, Typ. Ja, mit dem Schneeball habe ich das gemacht. So viele Voice Cracks, aber egal. Mit dem Schneeball. Einfach runtergefickt. Oh mein Gott. Wird mir das stinken. Es wird mir so stinken, wenn ich... Oh mein Gott. Du bist fast tot. Ich weiß. Hier bitte, Golden Apfel. Ja, let's go. Easy. So easy. So easy. Und ich habe es übrigens aufgenommen. Ich hab Schwanz im Mund. Was? Was passiert? Hä, hey, was ist das denn für ein Schwert, Alter? Alter, Knockback und Fire Aspect. Ah. So, jetzt spielen wir hier, denke ich mal, noch eine letzte Runde. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich schon aufgenommen habe, aber es ist, denke ich mal, schon relativ lange. Da können wir einfach komplett geradeaus fliegen. Was bedeutet einfach so, hier das TNT und anmachen. Und da können wir sogar perfekt hier hochfliegen. Oh, sehr, sehr geil. Dann kriegen wir nicht mal Fallschaden. Das freut einem dann doch umso mehr. Also es ist wirklich einfach nur geil, wie schlecht dieses Anti-Cheat ist. Es ist halt wirklich schlechter als Grim. Es ist offiziell viel schlechter als Grim. Es ist so geil. Es ist einfach... Ich bin einfach nur sprachlos. Ich bin wirklich sprachlos. Es ist einfach schlecht. Es ist wirklich nur einfach nur schlecht. Dann warten wir mal ganz kurz auf unser viertes Gold und fliegen direkt zu dem nächsten Typen rüber. Weil, warum auch nicht? Oh, da könnten wir gegen den Baum klatschen. Oh Gott, oh Gott. Ja, hätte ich da jetzt nicht mein Fly angemacht, sondern einfach nur mein Scaffold Walk, dann hätte ich mich Block saven können. Das wäre kein Problem gewesen. Deshalb lasse ich das auch mal drin, um zu zeigen, wie gut das eigentlich auch mit Block Safe gehen würde. Wir haben ja auch einen No-Fall mit Water Buckets jetzt, also Auto-MLG. Und damit würde das halt auch gehen, wenn man halt einen Water Bucket hat, dass man keinen Fallschaden kriegt damit. Aber egal, wir fliegen dann jetzt einfach zu meinem anderen netten Nachbar darüber. das sollte eigentlich perfekt ausreichen. Okay, das war ein bisschen risky, muss ich sagen. Aber der hat auch schon kein Bett mehr, deshalb laufen wir dem einfach mal hinterher. Man muss echt bei dem Dirt Bridge Scaffold Walk das so machen, dass man sich immer hochtauern kann, weil das geht ja irgendwie manchmal nicht. Und, ja. Guten Tag, der. Nice lag. Nice lag, Bro. Ach ja. So, da fliegen wir jetzt auch einfach direkt zum gelben Team. Alles klar. Der ist gerade eh runtergefallen, glaube ich. Was bedeutet, der spawnt da gleich und kann sich dann gleich wundern, warum sein Bett kaputt ist. Das ist dann natürlich doof. Oder ist der runtergefallen? Vielleicht haben mich auch meine Augen getäuscht, keine Ahnung. Aber wir fliegen einfach wirklich direkt wieder zum nächsten Team. Und es juckt uns einfach überhaupt nicht. So. TNT. Da ist der gelbe. Grünes Team existiert nicht mehr. Dann holen wir uns den doch einfach kurz. Nee. So läuft das nicht. Junge, es ist schlechter als Watchdog, es ist schlechter als Intaf, es ist schlechter als Grim, es ist einfach schlechter als alles. Es ist offiziell wirklich. Es ist einfach wirklich schlechter als alles. Es ist einfach so traurig. Oh Mann, Alter. Ich muss mich einmal ganz kurz hochheilen, aber sonst kann ich direkt da wieder zum nächsten hinfliegen. Das ist jetzt der einzige Nachteil. Beziehungsweise vielleicht auch nicht, weil ich kann da ja hochfliegen. Ja, perfekt.
Es ist so schlecht, dieses Anti-Cheat. Es ist wirklich so schlecht. Es ist schon ein bisschen traurig, muss ich sagen. Der letzte Typ ist da auch drüben. Was bedeutet, wenn wir 4 Gold haben und ein TNT haben, können wir die letzten beiden Leute töten. Da warte ich einmal ganz kurz drauf. So, da sind wir jetzt hier mit dem letzten TNT unterwegs zum letzten Team gleich. Ich weiß gerade gar nicht, wo ist der perfekte Spot. Ich denke mal eigentlich hier ist ein ganz guter Spot, warum nicht? Ja, schon. So. Dann können wir schön geradeaus fliegen, können da auf dem Baum oben drauf landen. Können dann zuerst den Blauen töten. Ja. Dann haben wir hier die Trap. Ah, das war der blaue Base. Okay, nevermind. Okay, Digga. Der holt uns gerade was zur Hölle. Der hat aber auch enchantetes Equipment. Das ist nicht so gut. Das ist echt gar nicht immer so gut. Ich weiß auch nicht, ob wir unser Bett noch haben. Wir werden es gleich herausfinden. Der Fireball war echt frech. Okay, der Typ läuft gerade irgendwie weg von uns, was auch in Ordnung ist, dann, keine Ahnung, schmeißen wir da erstmal einen Fireball hin. Ach so, das war's dann. Ja gut, der hatte ja kein Bett mehr. Gut, dann 5 Kills, alle, gefühlt alle mit Fly gemacht, es ist so geil. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen, kein Autobans auf diesem Server, ich werde demnächst dann auch noch einen Flying on Polar Entity 2-3 Stunden Video machen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend. Kauft euch eine Jack Beta rein, das lohnt sich. Kommt in die Gruppe und rein. Ciao, ciao.